Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth und God Mode. Uns fehlen noch ein paar Challenges, deswegen machen wir jetzt diese paar Challenges, die wir halt hier noch so frei haben. Da wäre zum Beispiel als nächstes die Creep Challenge, nachdem wir letztes Mal eine süße kleine Katze waren. Und ja, jetzt werden wir von einer süßen kleinen Katze zu einem komischen Creep. Und anscheinend haben wir vier Sachen auf jeden Fall um uns rumfliegen. Und nur zwei Herzen, das ist schlecht. Wir können auf jeden Fall nicht schießen, nur mit unseren beiden Begleitern. Das ist einmal Super Meat Boy und Bandage Girl. Wow, sind beide vereint. Was diese Messer da zu suchen haben, weiß ich allerdings nicht. Und sonst haben wir noch so eine schöne Mayo, Ketchup und Wasserspur hinter uns. Haben wir sonst noch irgendwas? Wow, wir haben die Sad Onion. Das heißt, wir können schneller schießen. Geil. Und wir machen noch so einen... Oh, die schwarze Spur habe ich gar nicht gesehen. Wir machen noch eine schwarze Spur. Geil. Wir haben auch noch irgend so ein Tar-Ding. Yeah, wir sind ein Tar-Dings. GG. Okay, das heißt aber, uns treffen Projektile sehr, sehr wenig. Dafür müssen wir aber leider relativ nah an die Gegner ran und anscheinend... Ach nee, 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 okay. Alles gut, alles gut. Wir können ja zum Glück auch irgendwie schießen. Das heißt, wir können auch auf Distanz bleiben, machen dann allerdings nicht so viel Schaden. Also mit den Messern würden wir auf jeden Fall viel, viel mehr Schaden machen. Hier ist ein blauer Stein, den holen wir uns mal, bevor wir gleich wieder zu wenig Leben haben. Okay, da ist so eine Kiste drin, schade. Und wir sollten vermutlich erstmal nur mit unseren Messern kämpfen. Das wäre vielleicht die bessere Idee. Oh. Und vielleicht keine Leben verlieren. Das wäre noch eine viel, viel bessere Idee. Naja, schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Auf jeden Fall sind wir relativ stark. Das Blöde ist halt, dass wir schwer noch stärker werden können. Mit irgendwelchen Items. Weil wir nicht schießen können. Und da sind wir tot. Yay. Okay, gleich nochmal. Okay, jetzt brauche ich wieder eine Ausrede, warum ich eben gestorben bin. Das liegt daran, dass ich eine Zeit lang kein Isaac mehr gespielt habe. Ja, das ist eine sehr gute Ausrede. Ja, ja, das ist so. Und, oh, wir können natürlich auch mit unseren Dingern hier arbeiten. Mit unseren komischen Spuren. Die machen ja auch Schaden. Oh, nee. Okay, das behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. So, und zudem bin ich irgendwie ein bisschen verschnupft, aber egal. Guck mal, da kriegen wir einen Quad-Shot, der uns nichts bringt. Ist das nicht toll? So, als erstes Item, so ein Quad-Shot. Wer wünscht sich das nicht? Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier nur los? Pin, bitte sterbe. Okay. Danke. So. Dann haben wir unser erstes blaues Set schon wieder verloren. Oh Gott. Könnt ihr mal bitte sterben? Ich komme da nicht rüber. So. Gut, du auch noch. Komm, komm. Du willst es, danke. Oh, ein Löffel. Geil, jetzt haben wir ein kleines Speeder bekommen. Naja, immerhin besser als gar nichts. Und wir leuchten komisch. Was sind wir denn für ein Viech? Huch. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht freigeschalten. Egal. Okay, ein Charakter. Wen haben wir denn noch nicht freigeschalten? Haben wir ihn noch nicht freigeschalten oder was? Doch, hatten wir doch eigentlich, oder? Wer sind wir denn? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich glaube, das Trinket bringt denn gar nichts, oder? Nee. Hat nur Auswirkungen auf die eigenen Tränen. Gut zu wissen, auf jeden Fall. So, auch noch weg. Oh, ein goldener Schlüssel. Damit können wir tolle neue Orte entdecken. Ja, ja. Wir. Hättet ihr das gedacht, dass wir mal neue Orte entdecken würden? Also ich nicht. Als ich in diese Ebene reingekommen bin, dachte ich so, ach ja, ist eine Ebene wie jede andere auch. Aber jetzt, wo wir den goldenen Schlüssel haben, eröffnen sich uns ganz neue Wege. Warum haben wir noch einen goldenen Schlüssel bekommen? Man weiß es nicht. Vielleicht sind das nur Trickschlüssel. Die sollen einfach nur die Freude in uns ausstrahlen. Oh, obwohl sie nichts bringen. Und gleich sind wir einfach wieder tot. Wer weiß. Immer diese bösen Trickschlüssel. Oh, wir haben keine Bombe. Ich hätte gerne eine Bombe. Wo kriege ich denn jetzt eine Bombe her? Vielleicht hier? Habt ihr eine Bombe? Wow, die kommt da raus. Okay, ja, danke. Ihr habt eine Bombe. Dankeschön. Guck, einfach mit dem Spiel reden, dann klappt das schon. Und sogar noch eine Pille, die hoffentlich was Gutes ist. Ja, okay. Wenigstens nichts Schlechtes. Und dann holen wir uns den Blutstein, wo hoffentlich blaue Herzen drin sind. Nope, aber wir können sowieso alle Kisten öffnen. Na gut. Ein blaues Herz hätte ich jetzt schöner gefunden, aber das ist auch okay. Hätten wir nämlich noch ein blaues Herz, dann könnten wir auch in den Stachelraum gehen. Was wir vielleicht aber, wenn wir Glück haben, auch so schon können. Wenn da jetzt der Geheimraum ist, schade. Ist er wahrscheinlich aber auf der anderen Seite. Yep. Mit einem blauen Herz vielleicht? Nö. Aber eine Karte, die vielleicht blaue Herzen gibt? Nö.
Sprengen wir dich in die Luft? Gibst du uns vielleicht was Schönes? Nö, okay. Okay, dann nicht. Ich hätte die eigentlich neben die Pilze packen sollen. Naja. Naja, egal, ne? Na, guck mal, da ist der Boss. Solange da keine Gegner rauskommen, ist alles gut. Gut, wir haben noch ein Leben. Und ganz viele. Le Oh Gott. Oh Gott, wenn jetzt gleich das Feuer schießt, dann bin ich tot. Oh Gott, wenn er hier reinkommt, bin ich auch tot. Geh weg von mir. Oh, ich will hier nicht mehr sein. Könnte mein kleines Ding irgendwie ein paar Spinnen produzieren, die dann angreifen für mich? Das wäre ganz toll, wenn du nicht hier reinkommst. Bitte nicht hier reinkommen. Oh Gott. Das war mehr als knapp. Ich sollte hier auch nicht in der Ecke rumsitzen, aber was bleibt mir anderes übrig? Ich muss jetzt hoffen, dass sie hier irgendwie nach oben kommen und dann nicht hier in die Ecke kommen. Oh nein. Oh nein. Wie knapp das immer ist. Oh, das ist blaues Herz. Oh, aber wenn ich komme da nicht hin. Ich werde sterben auf dem Weg dahin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tötet euch, tötet euch, tötet euch. Hilfe. Okay, Feuer, bitte geh aus und gib mir das Herz. Oh Gott, was war hier los? Das war einige Male mehr als knapp. Okay, das hält mein Herz nicht lange aus. Okay, das ist aber wenigstens mal irgendwie eine Challenge, wie es aussieht. Auf jeden Fall werde ich öfters getroffen als erwartet. Ist aber auch assig, dass man genau neben zwei Feuern startet. Vor allem, wenn man nicht schießen kann. Beziehungsweise nur so halb. So, was kriegen wir denn hier? Aha. Zerpackt also, ja? Ja, Wenn ich davon irgendwas mitnehmen sollte, wäre ich tot. Also lieber nicht. Haben wir gar kein Item eben bekommen? Da lag doch bestimmt noch ein Item rum. Jetzt habe ich das nicht mitgenommen, oder was? Gut gemacht, Dizzy. Gut gemacht. Nimm einfach die Items nicht mit. Wer braucht schon kostenlose Items? Also ich nicht. Nee, nee. So, weißt du was? Wir überspringen die Ebene. Wir holen uns hier nur kurz die ganzen Sachen und hoffen, dass da vielleicht irgendwas Gutes bei ist. So, nö, irgendwie nicht. Hier schönes Tearstone, ist uns egal. Paralyse will ich ehrlich gesagt nicht haben. Was haben wir da sonst noch so? Aha. Bringt uns nichts. Bringt uns auch nichts. Okay, bringt uns alles nichts. Dann gehen wir eine Etage weiter runter. Tschüss. War schön mit euch. So. Tricksen wir einfach die Ebene hier ein bisschen aus. Diese blöde Challenge. Wenn man die mitnimmt, die davon mitnimmt, ne? Ja. Okay. Tschüss. Den Rest will ich gar nicht. Moment, wenn ich die Kiste, ja doch, wenn ich die Kiste aufmache, dann geht das auch los, oder? Dann kommen die Gegner auch. Ich weiß das alles nicht mehr. Oh Gott. Aber ich glaube, dann ging das auch los. So. Ja klar, es sind ja nicht immer. Nee, nee. Nee, 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 nee. Sind ja nicht immer Items in den Challenge-Räumen. So, blauer Stein? Nö, warum nicht? Ich hätte gern einen blauen Stein. Ha, da haben wir den blauen Stein. Ich sag's ja immer wieder. Einfach reden, das hilft. So. Die sollten uns eigentlich nicht treffen mit dem ganzen Zeug, das wir um uns rum haben. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, wenn mich nur Bandage Girl und ja, wenn mich nur Bandage Girl und das andere Viech beschützen sollen. Weil die halten die anscheinend nicht so gut ab. So. Ja, komm her, du. Danke. Wir könnten schon wieder die Ebene verlassen. Wäre eine Idee wert. Ach komm, wir verlassen die Ebene. Wenn wir schon so ein Item bekommen. Es tut mir leid, dadurch wird die Challenge jetzt halt sehr viel kürzer werden. Aber wenn die mir sowas geben, selbst schuld. Selbst schuld. Hahaho. Tschüss. Und ich habe keine Lust, diese Challenge jetzt hier nochmal irgendwie zu verkacken. Wenn das aber sch zu schnell geht, also sagen wir unter 15 Minuten, dann kommt wahrscheinlich heute noch eine zweite Challenge. Mal schauen. So, komm her, komm hoch hier. Willst du nicht mal meine Messer spüren? Zack, aufgeschlitzt. Du, ein Schlüssel für den kleinen Dizzy. Und dazu ein paar Explosionsfliegen, an die wir nicht so nah rangehen dürfen. Das finde ich jetzt aber doof. Ich würde gerne nah an die rangehen. Oh, wenn er uns liebt, dann geht er doch eigentlich auf die anderen drauf, oder nicht? Ihr hättet zusammen explodieren können und ihr wolltet nicht, oder was? Ach. Wenn die Liebenden heutzutage sich nicht mehr selbst in die Luft sprengen wollen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist irgendwas falsch mit dieser Welt. So. Naja, die Liebe war ja auch nur einseitig irgendwie. Die eine Explosionsfliege hat nur geliebt, die andere nicht.
Grausiges Schicksal. Oh, ein Lebensupgrade. Ein sogenanntes. Geilo. Wenn wir jetzt sterben, dann werden wir mit einem Leben wiedergeboren. Na, immerhin. Okay, irgendwie ist unser Schaden nicht so toll. Kann das sein? Ja, liebe uns und alle anderen auch. Wir verbreiten Liebe. Wir verbreiten Liebe mit Schüssen. So. Ach, wer braucht schon Geld? In so einer Welt brauchen wir kein Geld. Wir könnten die Ebene übrigens schon wieder verlassen. Wollen wir? Wäre es auch lächerlich, oder? Also irgendwie ist diese Schaufel echt lächerlich. In jedem normalen Run würde ich das nicht machen, aber da wir hier halt sowieso nicht stärker werden können, weil es halt diese komische Challenge ist, in der halt das Zeug, das man von Anfang an hat, quasi den ganzen Run einen begleitet, bringt das nicht so viel, dass wir hier jetzt die Bosse machen, etc. Egal, wir machen es trotzdem. Einfach weil wir es können. Oh ne, Loki? Nee. Nein, und dann kommen wir nicht mal weg hier. Wir müssen den jetzt besiegen. Oh nee. Muss das denn sein? Oh Gott, jetzt kommt er hier hoch, oder was? Ah, wir können ja. Nee, wir können gar nicht fliegen. Oh Gott, wie komme ich denn da drauf, dass wir fliegen können? So, egal. Wir kriegen ein blaues Herz. Und Monstros Lunge. Okay, das ist jetzt schlecht. Jetzt müssen wir gegen Loki kämpfen. Und nein, dann doch noch in so einer blöden Welt. Wo diese ganzen Stacheln hier überall sind. Geht weg von mir. Ich finde euch doof. Toll. Wenn er nicht an uns rankommt, dann machen wir auch kaum Schaden, leider. Ich kenne also sehr gut unser Todsein. Jupp. Jupp. Ach, wir werden nicht mal da drinnen wieder gespawnt. Geil. Ach komm schon, Loki. Jetzt war ich mal so nett und habe die Ebene nicht übersprungen für dich. Und du tötest mich einfach, ja? Okay, scheinbar müssen wir einfach nur nah genug an ihn rangehen und dann sollte das schon passen. Dafür müsste er aber mal in die Mitte kommen. Diese Stacheln nerven. So ein ganz kleines bisschen. Willst du nicht mal in die Mitte kommen? Ich meine, oh, so machen wir kaum Schaden und diese Stacheln machen halt einen ganzen Schaden. Oh, nee. Ja, okay, ich sperre mich einfach ein. Ist okay. Und da sind wir tot. Okay, nochmal. Ja! Da, so eine blöde Challenge. Blöder Loki. Ich hasse dich, Loki. Oh Gott, nein. Bitte. Please. Please don't hurt me. Oh Gott, wie schlecht ich heute bin. Nein. Okay, Leute, Konzentration. Ich muss wieder mehr Isaac spielen. Diese Challenge, aber okay, endlich mal eine Challenge. Das finde ich eigentlich ganz gut, wo wir mal nicht so richtig OP sind. Ich hätte einfach die Ebene eben überspringen sollen. Na, wenigstens geht die Challenge anscheinend nicht so heftig lang. Obwohl, wir haben eben ein paar Ebenen übersprungen und haben es trotzdem nicht geschafft. Naja, hi. Du siehst anders aus. Du bist nicht der, für den ich dich gehalten habe. Naja, was soll's, ne? Ja. Du machst also einen ganzen Schaden, okay. Yes, Range Up. Genau das habe ich gesucht. Oh, die. Drei war die Challenge nicht geschafft. Die ganzen anderen waren voll einfach und diese Challenge plötzlich so komisch. Naja, soll's auch mal geben. Soll es ja auch mal geben. So, da bin ich aber gespannt, wie dann die nächsten Challenges werden. Ob die noch blöder werden. So. Oha, danke. Endlich mal ein blaues Herz, was da rauskommt. Das hatten wir auch selten. In dieser Challenge zumindest. Ich sollte auch wirklich mehr mit meiner Spur arbeiten. Das wäre doch mal eine Überlegung wert, oder? Ich meine, wenn wir die schon haben, wir haben vier verschiedene Spuren oder sowas. Drei oder vier, ne, vier sogar. Vier verschiedene Spuren, die alle Schaden machen. Alle außer eine. Aber ich will nicht alle. Von daher wäre das auf jeden Fall mal gut. So, wir haben zwei Bomben und wir haben mindestens zwei blaue Steine. Die holen wir uns alle. Yes! Endlich mal ein paar Herzen für uns. Da ist noch einer. Den holen wir uns natürlich auch. Ah, schade. Mache ich trotzdem mal auf. Yay! Ein Damage-Up. Bringt uns das was? Auf jeden Fall für unsere Spinnen. Die werden dadurch jetzt ein bisschen stärker.
Was mit dem anderen Zeug ist, weiß ich nicht. Oh, Geld. Oh, Geld, ja. Wir könnten uns die Bohne kaufen. Aber die Bohne interessiert mich nicht, die Bohne, also kaufen wir sie nicht. Hahaho. So. Schon wieder ein blauer Stein. Was ist denn jetzt in dieser Ebene los? Denkt die Challenge so, ah, der schafft das nicht ohne blaue Steine. Den helfen wir mal ein bisschen. Der braucht Hilfe von mir. Danke, Spiel, aber brauche ich nicht. Oder vielleicht doch? Wahrscheinlich doch. Oh Gott, ist der lang. Haha, genau wie mein. Okay, egal. Ja. Irgendwie ist heute komisch. So. Ja, ein Range-Up. Unser zweites Range-Up. Lass mich da durch. Ich will gucken, was es hier gibt. Oh, zumindest ein Gabi-Item. Das ist doch schon mal was Schönes und ein paar Bomben. Oh. Oho, der feine Herr. Okay, dann können wir auf jeden Fall noch ein paar blaue Steine hier aufsprengen. Da warte ich zum Beispiel noch einer. Yes, kriegen Sie die Bombe sogar wieder. Und ich glaube, irgendwo war sogar noch einer, oder? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber ich dachte, hier wäre noch irgendwo einer. Hier links? Da oben? Nicht? Okay. Ich hätte gedacht, da wäre einer. Egal, holen wir uns den Schlüssel. Yes. Und wir haben eigentlich genug Leben, das heißt, wir können auch mal in den Stachelraum hier rein. War das jetzt schon die zweite? Stimmt, das war schon die zweite Ebene. Ich habe mich gewundert, warum wir einen Devil Deal bekommen haben. Oh. Das war ein guter Stachelraum. Hat sich gelohnt. Was haben wir hier Schönes? Eine Bombe. Sogar drei Bomben. Okay, cool. Dann hole ich mir den Schlüssel auch noch. Die Monkey Paw, ja gut, wir haben noch kein Trinket, von daher nehmen wir das mal mit. Die Monkey Paw gibt dann übrigens ein schwarzes Herz, glaube ich. Oh, das ist mal was Gutes. Yes. Okay, die gibt dann ein schwarzes Herz, wenn man nur noch ein halbes Leben hat oder ein ganzes, weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber bei einem halben Herz. Und von daher, wenn man dann knapp bei Leben ist. Aber wieso leuchten wir so komisch? Wenn man dann knapp bei Leben ist, dann kriegt man Herzen. Und das ist eigentlich ganz cool, allerdings bringt es einen halt nichts, wenn man sowieso schon genug Leben hat an sich. Aber ich finde es gerade schön, dass wir das Robo-Baby zumindest haben. Können wir nämlich über die ganze Map schießen. Oh. Aha, ihr habt auch diese Ketchup-Spur? Geil. Ich bin stolz auf euch, dass ihr die auch habt. Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der diese Fähigkeit hätte. Oh. Petro, Change. Oh, Change, yay. Wir können einmal ein Item wechseln. Könnte man mal gut nutzen. So. Ja, du mit deiner komischen Ketchup-Spur. Hör auf, mir weh zu tun. Das tut doch weh. The Devil bringt uns reichlich wenig. Nehmen wir also nicht mit. Und dann war schon den Boss. Okay. Hallo, Husk. Hi. Hi. Hallo, ihr ganzen Husk-Dinger. Ja, ich gehe gerne nah an euch ran. Und verliere gerne ganz viele Leben. Jui! Ach, was soll's hier? Komm. Ja. Ich habe meine Monkey Paw. Was willst du tun? Oh, noch ein Begleiter. Hey, du siehst der Maggie. Oh, nee. Hätten wir dieses Leben nicht verloren, dann hätte ich wahrscheinlich sogar Gumpy mitgenommen. Gimpy? Gumpy? Gumpy? Gumpy. Grumpy Gumpy. Der ist ganz schön grumpy. Ja, gut, dann halt nicht. Blödes Feuer hat uns ein ganzes Leben abgezogen. Ach, Mann. Na, ach, komm schon. Komm schon. Meine schönen Leben. Haben wir nicht durch dieses Evil-Up da. Oh, au. Da werden wir hin und her geschleudert. Oh Gott. Durch dieses Evil-Up eben. Durch dieses halbe Bild. Haben wir dadurch nicht sogar ein schwarzes Herz bekommen eigentlich? Oder sollte man dadurch nicht eigentlich ein schwarzes Herz bekommen? Weiß ich gerade wieder nicht. Ich muss echt mehr Isaac spielen. Wie es scheint. Aber in letzter Zeit spiele ich irgendwie nur LOL und Oso wieder. Den ganzen Tag. Immer wieder. So, ansonsten suche ich halt immer noch andere Spiele. So wie zum Beispiel dieses mit Sir Bucket. Ich habe den Namen von dem Spiel wieder vergessen, aber Sir Bucket habe ich mir gemerkt. Und das kam ja anscheinend sogar recht gut an. Also einige haben auf jeden Fall gefragt, ob ich da mal noch eine Folge machen könnte. Werde ich wahrscheinlich auch, sobald das Spiel halt draußen ist. Das war ja bisher nur eine Alpha. Und ja, ich fand das Spiel nämlich eigentlich ganz interessant. Hat auf jeden Fall Potenzial. So.
Einmal aufschlitzen mit unserem Messer und dann sollte der Wurm auch gleich tot sein. Hoffentlich. Oh nein, jetzt sind zwei Würmer. Was habe ich getan? Oh. Da, du liebst uns. Geh weg von uns. Wie viele Leben der auch hat. Das ist ja amazing. Ein Lebensupgrade nehmen wir mal mit. Kriegen wir denn jetzt noch ein rotes? Nee. Ah, wir sind das Blue Baby quasi. Okay, verstanden. Hab's verstanden. So, was haben wir hier? Das Bremsenbaby. Yes. Und dann nehmen wir dich noch mit. Dann nehmen wir... Huch, ach, da gibt's blaue Leben für. Ah, okay, das hätte ich mal vorher wissen sollen. Aber wir sind auf jeden Fall Gabi. Bringt uns Gabi was? Ich will aber trotzdem Gabi sein. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wir nehmen das. Dann nehmen wir das. Dann sterben wir jetzt. Nicht. Nehmen wir das. Dann sterben wir jetzt. Dann starten wir nicht da drin. Okay, das ist schade. Egal, wir sind Gabi. Was will man mehr? Wir sind Gabi, hallo? Wir hätten zwar eben ganz viele blaue Herzen gehabt, aber wir sind Gabi. Jetzt haben wir noch zwei blaue Herzen. Was soll's? Okay, hätte ich gewusst, dass dieses eine Item, was wir aufgesammelt hatten, blaue Leben gibt, dann hätte ich das mal später einsammeln sollen. So, aber wir haben das Brimstone-Baby, was ich sehr schön finde. Und wir können fliegen. Und wir produzieren ganz viele Fliegen. Hoffentlich. Ich wüsste zwar nicht wie, aber irgendwie bestimmt. Produzieren wir keine Fliegen, wenn das Brimstone-Baby angreift? Doch, okay, cool. Beziehungsweise nur, wenn unsere Bandage-Gun uns so angreift, das weiß ich gar nicht. Ja, scheinbar nur, wenn Bandage-Gun uns so angreifen. Okay, schade. Hier, vielleicht blaue Herzen. Nö. Ein paar blaue Herzchen wären ja auch was viel zu Schönes. Aber dieses Spiel gönnt mir ja nichts. Aber deswegen liebe ich das Spiel. Deswegen liebe ich dich. Au. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir aber noch ein Teil mehr, das Projektile abfängt. Das ist ja auch nicht schlecht. Und mit denen können wir sogar Schaden machen. Oh nee. Da gab es doch mal so eine Challenge, oder nicht? Wo man die ganze Zeit mit diesem blöden Wollknäuel kämpfen musste. Die war schlimm. Aber die habe ich irgendwie beim ersten Mal geschafft, glaube ich sogar. Oder beim dritten Mal? Oder fünften Mal? Ja! Fliegen! Fliegen sind toll. Vor allem ist unser Schaden relativ hoch, oder? Ja, vier Schaden, das geht. Das ist ganz angenehm. So. Schon ein paar Fliegen sind immer schön. Okay. Habt ihr gesehen, wir haben ein schwarzes Herz bekommen? Durch unser Gabis Paw. Und Gabis Paw zeigt sogar an, wie viele man bekommt. Hä? Ist das neu? Oder sieht das Trinket immer so aus? Der zeigt jetzt nur noch zwei Finger an. Hat er nicht eben noch den dritten dazu gehabt? Ich glaube schon, weil Gabis Paw kann... Gabis Paw. Dingens. Wie heißt das? Monkeys Paw. Kann nur dreimal schwarze Herzen geben. Und von daher... Wäre voll cool. Jetzt sollten wir wieder eins bekommen. Ja, der zeigt das an. Seit wann das denn? Das ist mir nie aufgefallen, wenn es das schon immer gemacht hat. Ist ja voll geil. Dann weiß man immer, wie viele schwarze Herzen man noch haben kann. Das finde ich cool. Und wir haben einen Super Meat Boy. Geil. Das ist sehr cool. Feel My Pain. Okay, Feel My Pain war das, was Leben abgezogen hat. Schade, ich dachte, das wäre das, was uns blaue Herzen gibt. Aber scheinbar nicht. Okay, ja gut. Kann man machen. Und wir sind in der letzten Ebene, hoffentlich. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe mal schon. Und Geld. Yes. Nehmen wir alles mit. Und wir sehen unsere Leben nicht. Okay, das ist schlecht. Ich glaube aber, wir haben 3,5. Wenn ich mich nicht ganz irre. So. Das Gute ist, wir können uns einfach über irgendwelche Steine rüber verstecken. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht dann unser Cube of Meat alles. Eigentlich, theoretisch, wenn er denn mal die Gegner findet, ja. Sehr gut. Sehr gut, Super Meat Boy. Ich hab dich auch lieb. Zählt das eigentlich, wenn wir jetzt den Super Meat Boy herstellen? Nee, ne? Weil das eine Challenge ist. Nee. Nee. Würden wir die Errungenschaft nicht bekommen.
Oh. Passage. Nimm mich mal mit. Aus dem einfachen Grund, falls es nach Mutti, nach Mutters Fuß jetzt noch weitergeht, dann können wir die Mams Herzebene überspringen. Nee, das wäre auch nicht gut, oder? Dann überspringen wir die eine Ebene. Ihr wisst schon, welche ich meine. Die Ebene nach Mutters Hand. Oder Fuß. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Di-d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 i. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Hä? Mir fällt hier voll viel neues Zeug auf. Guck mal, der Super Meat Boy, der beißt sogar, wenn er nah genug am Gegner dran ist. Hier, guck mal hin. Der läuft jetzt dahin. Und der läuft jetzt dahin, habe ich gesagt. Und dann beißt er den. Nam, 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 nam. Das ist mir der voll die aufgefallen. Was ist hier los? Ja, fress ihn auf. Nein, Tears down. Wie soll ich jetzt nur noch gewinnen? Oh nein. Okay, die Challenge streckt sich gerade ganz schön. Dafür, dass sie eigentlich nur 8 Minuten gehen sollte. Und jetzt schon fast eine halbe Stunde geht. Nicht schlecht. So, aber sieht zumindest sehr vielversprechend aus, dass wir es diesmal schaffen. Oh Gott, auf den Raum habe ich ehrlich gesagt keine Lust, aber anscheinend... Ich mache ihn einfach mal. Was soll schon Schlimmes passieren? Wir könnten natürlich auch diese Ebene einfach überspringen. Und dann in der nächsten Ebene den Boss machen und dann die Challenge beenden, wenn da schon Schluss ist. Hm. Aber nee. Oh nee, oh nee, oh nee, wir sind gleich tot. Und wir haben... Hä? Anscheinend haben wir noch mindestens ein Leben. Weil hätten wir jetzt nur noch ein halbes Leben, dann wäre ja Monkey's Paw wieder... Hätte Monkey's Paw wieder irgendwas gemacht. So. Okay. Aber ich glaube, viele Leben haben wir nicht mehr. Kann nur noch eineinhalb oder einer sein. Höchstens, denke ich mal. The Moon, The Fool, The Hermit. The Hermit könnten wir eigentlich mal einsetzen. Und der bringt uns einfach zum Boss, welcher nicht Mutters Fuß ist, was? Ach, das war nur ein Mini... Okay. War nur ein Mini-Boss-Raum. Gut zu wissen. Wir sind einfach einen Raum nur weitergekommen. GG. So. Na, zumindest sollte sie schnell sterben. Und sie hat keine Sachen, die uns irgendwie wehtun könnten. Finde ich gerade gut. Und da links ist noch ein blauer Stein. Den holen wir uns auch gleich noch. Beziehungsweise jetzt. Habt ihr gesehen? Da hat sich eben noch so ein Kreis zu The Womp geöffnet. Egal, so, damit haben wir die Challenge auch geschafft. Die Creep Challenge. Wieso eigentlich Creep? So creepy waren wir doch gar nicht. Und ein Creeper waren wir auch nicht. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Egal. So, damit haben wir die ersten 9 Challenges immerhin schon mal geschafft. Auch wenn nicht die 9. jetzt... Die war ein bisschen komisch. Egal. Ein paar haben wir noch. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Oh nein. Was ich jetzt mit den anderen Challenges machen werde, weiß ich gar nicht. Ob ich die... Ich werde die wahrscheinlich nicht freischalten. Oder doch? Man weiß es nicht. Ich könnte ja einfach einen Speicherstand überschreiben. Dann hätte ich den nämlich... Oder ich mache die Challenges auf einem anderen Speicherstand. Ich glaube, hier kann ich die sogar... Ne, kann ich nicht. Aber auf dem ersten Speicherstand könnte ich die zumindest machen. Hier haben wir ja alle.
God Mode ist die 10. Okay. Wieso habe ich hier eigentlich die 10 noch nicht geschafft? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, egal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Die Challenge war ein bisschen schwer und irgendwie, also nicht so schwer, aber die Folge hat jetzt 30 Minuten gedauert statt 10. Nicht schlecht. Und dann würde ich mich bedanken, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet oder so. Ne, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss!